Jetzt berichten wir erst recht, drohte der Enthüllungsjournalist der britischen Zeitung The Guardian, nachdem sein Lebenspartner stundenlang verhört worden war. Der Guardian hat seitdem auch nachgelegt, über Geheimdienstbesuche in der Redaktion berichtet und über Millionenzahlungen des amerikanischen Geheimdienstes NSA an Internetkonzerne. In Deutschland ist es der Spiegel, der über Zugang zu den Geheimdaten von Edward Snowden verfügt. Und auch der Spiegel legte heute nach. Die NSA habe die Zentrale der Vereinten Nationen in New York ausspioniert. Klaus Brönpers berichtet. Das Hauptquartier der Vereinten Nationen ist nach umfassender Renovierung vor einem Jahr neu bezogen worden. Gut vorstellbar, dass es in der Renovierungsphase des Hochhauses gelang, technisch zu installieren, was zum Abhören der internen Videokonferenzen der Vereinten Nationen für die NSA nötig war. So der Spiegel mit Verweis auf Akten von Edward Snowden. Solche Methoden verstoßen gegen einen Vertrag aus dem Jahr 1947, in dem die USA zusicherten, die Vereinten Nationen nicht auszuspionieren. Von dort heute keine Reaktion. Ich glaube, dass hier deutlich gesprochen werden muss, da ja offensichtlich diese keine Einzelfälle sind und dass klar gemacht werden muss, dass Spionage zwar immer mal passiert, aber wenn Spionage ertappt wird, dass das mit Konsequenzen zu tun hat und dass dieses gegen die Regeln der Vereinten Nationen verstößt, also auch gegen die Wiener Konventionen für das Abhören von diplomatischen Vertretungen. Verärgerung in Europa über den neuerlichen Hinweis, was die NSA sonst noch sich rausnimmt. Beispiel 666 Third Avenue, New York. Hier residiert die Botschaft der Europäischen Union seit einem Jahr in neuen Räumen. Die NSA soll sich die Baupläne organisiert und alles verwanzt haben und sie habe Zugriff auf die Computerzentrale. Reaktion aus der Kommission in Brüssel, öffentlich kein Kommentar, im Parlament Bestürzung. Ich finde es unerträglich und ich glaube, dass es nicht hinnehmbar ist, dass Freunde in dieser Weise abgehört werden. Dies ist nicht hinnehmbar und deswegen dürfen die Vereinbarungen, die Bundesregierung jetzt verhandelt, dass deutsche diplomatische Vertretungen nicht abgehört werden können, dass in Deutschland nicht abgehört werden kann, muss etwas derartiges auch mit der Europäischen Union durchgesetzt werden. Da muss dann auch gesprochen werden, wohl über das neue US-Generalkonsulat in Frankfurt. Auch von dort habe die NSA abgehört. Sollten die Fakten stimmen, wächst das Misstrauen zwischen Europäern und Amerikanern weiter. Schlechtes Zeichen für das transatlantische Verhältnis, das gerne und oft beschworen wird, zuletzt beim G8-Gipfel in Nordirland.